Hi Leute, das Sound hier, die Puppenspieler, Puppeteer Season 2 in Division 2 ist zu Ende und wir haben das Finale hinter uns. Die Mission, die Manhunt, die war ganz cool, finde ich persönlich, die Mission war auch super, bis zum Endboss, meiner Meinung nach, war da absolut verschenktes Potenzial, war nicht so geil, wie ich es mir persönlich erhofft hätte. Aber der ganze Kram drumherum, die Story und auch die geheimen Funksprüche, die darauf folgten, auf den Endkampf, waren richtig, richtig cool. Sobald ihr ihn umgelegt habt, sobald ihr die Manhunt besiegt habt, könnt ihr diesen Versuch, die Funksprüche zu farmen, zu bekommen, könnt ihr starten. Und wie das Ganze geht, wie er rankommt, wenn ihr das sehen wollt, seht ihr hier. Beginnen tut das Ganze in der Schlosssiedlung und dort geht ihr zu Vikram, den wir eh schon in der Manhunt gerettet haben. Und dann ist hier ab 21 Uhr, achtet auf die Zeit, könnt ihr hier rechts neben ihm diesen Schalter betätigen. Ihr müsst wirklich bis nachts warten und dann seht ihr schon hier, dass sich was verändert hat. Die Kamera führt euch ein bisschen hin zu dem ersten blauen Licht. Und hier gehen wir einfach weiter. Folgen diesem blauen Licht und dann kommt eine kleine Cutscene. Und dann werden wir schön weitergeführt. Ich finde diese blaue Farbe total nice. Sieht gut aus. Hier geht es dann vorne weiter. Und dann habt ihr hier ein Objekt, wo ihr dann interagieren könnt. Und bekommt dann hier quasi die erste Aufnahme. So, danach machen wir die Map auf und dann gehen wir ans Kapitol und spawnen dort. Und dort angekommen, drehen wir uns einmal komplett rum, laufen hier den Weg entlang. Lauf dann hier einfach vorne Richtung Kran. Und hier vorne zu dem kleinen Tor. Und hier in meinem Fall habe ich hier ein paar Besucher. Die macht er natürlich kalt, sonst nerven die nur. So, sobald ihr das habt und euch rumdreht, seht ihr schon hier bei Sarah State, dass hier auch schon wieder das blaue Licht da ist. Und das euch weiterführt, da vorne Richtung Kapitol. Und dann war es so, hier müsst ihr, beziehungsweise in vielen Fällen müsst ihr irgendeinen Spot suchen, mit dem ihr interagieren müsst. Ich habe das Ganze ein bisschen suchen müssen, weil klar, ich wollte ja nicht komplett hat mir alles gezeigt wird. Das hat ein bisschen gedauert. Und dann gehen wir hier weiter zu den nächsten, zum nächsten blauen Licht. Und hier habe ich mir erstmal einen Ast gesucht. Und manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Und dann kann es halt so einfach sein. Und hier der nächste Aktivierungspunkt und da vorne geht's weiter mit dem nächsten blauen Licht. Hier, da war es ganz einfach, einfach aktivieren und dann gehen wir weiter hier. Sehr, sehr cool gemacht, atmosphärisch sehr, sehr cool. Klar, dass das Ganze dann nachts stattfinden musste, das Event, ne? Dann sind wir hier beim nächsten angekommen. Sehen, dass wir hier vorne an die Statue müssen. Da ist der nächste Spot. Und hier können wir dann direkt auch mit der Statue interagieren und bekommen die nächste Aufnahme. And
demolish the building. But she didn't. And we got Odessa's daughter back. And we took out St. Alex. Win, win, and win. How well do you really know Agent Kelso? As well as anyone can know a coworker. That's what she is to you. A coworker. Yeah, what else would she be? An agent of the division. Of course, she's an agent. But she's also just a person. People make mistakes. And agents go rogue all the time. So what? People can change. That's what worries me. You sure you're cut out for this? I don't know if anyone is. So, von da ab gehen wir hoch zum Bankhauptquartier. Und dort angekommen, könnt ihr euch quasi schon die Map öffnen. Ihr könnt euch mal hier unten den Spot ein bisschen weiter runter. Da an der Straße könnt ihr euch eine Wegmarkierung setzen. Und dort laufen wir dann hin. Ich nehme alle Gegner mit. Zumindest die, die uns direkt im Weg stehen. Laufen wir weiter. Und wenn ihr hier an dem Punkt angekommen seid, wenn ihr euch hier rumdreht an dem LKW vor dieser Tiefgarage, seht ihr schon, die Kamerafahrt zeigt euch diesen Durchgang da vorne. Und das war, fand ich tatsächlich mit der geilste Spot hier auf der Suche nach den Aufnahmen. Weil es hier gleich richtig, richtig cool aussieht, wenn wir noch ein bisschen weiterkommen. Hier ist allein schon, ne, mit dem Licht sehr, sehr atmosphärisch, sau cool. Hier müssen wir eine kleine Kletterpartie einlegen. War eh viel zu selten, finde ich cool. Außer zu den Anfängen von Division 2, alle die sich noch erinnern können. Hier hin und her gehangelt sind für SHD, für JTAG. Hier den Schmutz nehmen wir noch mit und machen Dreck klein. Draußen gehen immer. Und dann seht ihr auch dort schon den Bereich, den ich meine, dort müssen wir weitergehen. Und das sieht jetzt richtig, richtig cool aus. Die Kamera wird langsam, schau, das ist einfach mega. Finde ich so cool. So, und dann läuft ihr hier noch ein bisschen weiter. Dann habt ihr hier vorne an dem Mannequin, da könnt ihr dann interagieren. Und hier war mir erst nicht klar, was wir genau da machen müssen. Und klar, hier bitte, hier ist das blaue Licht dann. Kaputt schlagen geht nicht, da müsst ihr tatsächlich drauf ballern. Und erst wenn ihr drauf geballert habt, könnt ihr hiermit interagieren und euch die nächste Aufnahme sichern. Ich dachte, komm, ich höre mir schön die Aufnahme an. Und lauf dann weiter und wurde dann überrascht, hab gar nicht auf den Radar geguckt oben. So, das war's mit der dritten Aufnahme.
Kommen wir zur vierten und zur letzten. Und da geht ihr runter zum Space Administration Headquarter und spawnt dort. Und sobald ihr dort angekommen seid, lauft ihr nicht erst wie ich, ich tut einfach nach vorne falsch, sondern hier müsst ihr euch nach links einmal drehen und rennt dann hier die Straße entlang. Könnt dann hier durch das Gebäude laufen, dass ihr quasi den Kontrollpunkt vor Augen habt. Könnt dann hier hoch. Und seht ihr gleich hier, das war natürlich ein bisschen verwirrend, wenn ihr von der anderen Seite campt, würde das sofort ins Auge fallen. Hier war es so, man rennt durch und zack, im Rücken dann das blaue Licht gerade gesehen. Und dann könnt ihr hier dann anfangen, Richtung vierte Aufnahme zu laufen. Point of interest detected. Dann müsst ihr mit dem Tisch wieder interagieren. Und dann rennt ihr hier, was wieder sehr, sehr cool aussieht. Lauft ihr dann einfach dem blauen Licht nach. Dann seht ihr, geht's hier weiter. Dann auf der anderen Straßenseite. Gehen wir dann hier ins Gebäude rein. Und wenn ihr hier drin seid, was sehr, sehr cool ist, dann müsst ihr tatsächlich in den Aufzug steigen und fahrt mit dem Aufzug nach oben. Und hier findet ihr tatsächlich nicht nur die vierte Aufnahme, sondern auch direkt das Geheimversteck vom Recruiter, vom Anwerber von Brian Johnson. Und das ist ziemlich, ziemlich cool gemacht. Also, wie gesagt, der ganze Kram, super. Den Bosskampf fand ich nicht gut gegen ihn. Der war wirklich nicht so, meiner Meinung nach. Aber der Rest komplett drumherum, auch besonders storytechnisch, das stimmt auf jeden Fall. Das geht definitiv in die richtige Richtung. So, und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Suche nach den vier Aufnahmen, nach den vier geheimen Comms von der Puppetier-Puppenspieler Season 2. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und ich sag, kommt gut ins neue Jahr, falls ihr das noch vor Silvester seht. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.